Du kommst von der Schule heim, wieder voller Angst. Fühlt sich zu Hause nicht geborgen, zitterst vor Angst. Du weißt, wenn Mami weg ist, kommt er wieder zu dir. Er sagt dir, du bist was Besonderes und nähert sich dir. Er sagt, hab doch keine Angst, das ist völlig normal. Es ist normal, ich bin der Vater, der dich liebt und dich umarmt. Er hält sie aber nicht, wie der Vater das Kind. Fässt sie an wie seine Frau und vergewaltigt das Kind. Das Mädchen wimmert vor Schmerz, aber sie ist es gewohnt. Denn jeden Donnerstag beginnt dieselbe Tour. Daddy kommt ins Zimmer mit einem Lächeln im Gesicht. Ich bin so einsam, will jetzt kuscheln und drückt sich auf dich. Er zwängt sich auf, wie immer schlägst du um dich. Die stehen Tränen im Gesicht, juckt Daddy aber nicht. Er will dich jetzt, denn die Gier ist zu groß. Du gibst ihm etwas, was er liebt, und das erfüllt seine Lust. Warum? Gib mir eine Antwort auf die Frage, warum macht das Daddy mit mir? Ich kann es nicht ertragen, ich hab ihm nichts getan. Warum tut er das mit mir? Ich will raus hier, bitte lass mich gehen. Ich glaub an den Himmel, denn in der Hölle muss ich leben. Ich will hier nicht mehr leben, will von hier gehen. Entweder gehe ich, oder Daddy muss gehen. Ich will ihn nie mehr sehen, nicht in Qualen leben. Bitte sag mir, was hab ich falsch gemacht? Warum werde ich nur bestraft, dieser ganze Scheiß? Das Mädel sieht keinen Weg, ist voller Kummer und Leid. Sie nimmt eine Klinge, schneidet an sich rum und fühlt sich befreit. Das kann nicht weitergehen, der Körper ist schon voller Namen. Das Ritzen hilft ihr nicht weiter, vergewaltigt wird sie weiter. In jeder Nacht sitzt sie im Bett und sie weint. Daddy, mein Sarg ist deiner Mutter und ich schneid dich in zwei. Sie tickt langsam durch, sie ist erst 15 Jahre alt. Das Leben hat keinen Sinn mehr, sie hasst diesen Scheiß. Sie will da endlich raus, sie will nicht weiterleben. Entweder werde ich weiterleben oder nimm Daddy sein Leben. Bald wird es endlich enden, dann hab ich meine Ruhe. Ich bin doch seine Tochter und keine Hure. Keine Hure. Sie trifft eine Entscheidung, nimmt das Messer aus der Küche. Als Daddy wieder kam, rammte sie es in seinen Rücken. Warum? Gib mir eine Antwort auf die Frage, warum macht das Daddy mit mir? Ich kann es nicht ertragen, ich hab ihm nichts getan. Warum tut er das mit mir? Ich will raus hier, bitte lass mich gehen. Ich glaub an den Himmel, denn in der Hölle muss ich leben. Ich will hier nicht mehr leben, will von hier gehen. Entweder gehe ich, oder Daddy muss gehen. Ich will ihn nie mehr sehen, nicht in Qualen leben. Ja, so ist das hier. Deutschland, auf der Welt, überall. Jeder sieht es, jeder weiß es, keiner unternimmt was dagegen. Scheiß drauf, Mann, scheiß drauf. Raub kopieren, 5 Jahre Freiheitsstrafe. Kinderschänderei, 2 Jahre, auf Bewährung noch. Fick auf dieses Rechtssystem.